Und in wenigen Stunden geht sie los. Die Party der schicksten und schönsten der Stadt. Und der Superjump. Ja, Flott, Flott, hier wird nicht geschlafen. Flott! So, sie kommen nicht wieder. Totokaro 1 kommen. Hier Totokaro 1. Habe Sichtkontakt zu heißer Ware. Krall sie dir endlich. Muss günstige Gelegenheit abwarten. Tresor ist mein Geld sicher. Können Sie auch ganz beruhigt sein. Ist das alles? Ja. Eine Quittung will ich aber haben. Habe ich schon vorbereitet. Bitte, hier die Bestätigung, dass ich 100.000 Euro für Sie aufbewahre. Husch, husch. Schnell in den Tresor damit, bevor noch ein böser Gauner kommt. Keine Sorge. Auf Wiedersehen. Unglaublich. Diese alte Dame zahlt mir ein Vermögen, nur damit ich ihr Geld aufbewahre. Hauptsache, ich kann dann Tom ein Riesenfass Schmieröl kaufen. 1-2, Fritz von Tom auf die Welt. Toto K.O. 2 kommen. Paket abgegeben. Na endlich. Operation Toto K.O. kann beginnen. Was heißt eigentlich Toto K.O.? Tom Turbo und Thomas K.O. Thomas Anton Turbo, Thomas Anton Turbo, bitte melden. Hallo Boss, wir rollen zum Superjump. Psst, sollst du doch nicht verraten. Ach. Was soll mir Tom nicht verraten, Spaghetti? Naja, Floppy hat die Karten gewonnen. Mein Preisschein im Kino, aber es sind nur 3 Karten. Und Floppy und Spaghetti haben mich zum Superjump eingeladen. Wir hätten dich auch gerne eingeladen, aber... Ja, ja, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Viel Spaß. Viel Spaß. Räume ich eben hier auf. Das haut die Oma aus dem Koma. Die coolsten Girls, die besten Boys. Heute alle bei Superjump! Hallo! Name? Ida! Sag, bist du nicht die Ida Eisig? Kiki! Kiki, küsschen! Wie schick siehst du aus? Oh, danke, ich weiß, du auch, obwohl... Das Kleid hast du doch schon öfters getragen, oder? Das Kleid ist neu. Danke. Name? Ganz neu. Macht schneller, es geht los. Wow, ein neuer Film mit Matt Nagger. Wie viele Tricks hat er eingebaut? Tom, das ist ein Superstar aus Hollywood. Ist doch nur ein Angeber. Er ist ultra cool. Wir sind schon spät dran. Ich will die Supersprünge noch sehen. So, hier ist kein Kindergeburtstag. Verschwindet! Die habe ich gewonnen. Verkriecht euch in eure Löcher, ihr Würmer. Hey, legen Sie einen anderen Gang ein.
Floppy hat Eintrittskarten. Wo sind Eintrittskarten? Das ist gemein. Verzieht euch. Ah, willkommen. Was für eine Ehre, dass Sie kommen konnten. Bitte schön. Viel Spaß. Schönen Abend. Kinder. Thomas Brezina, hallo? Ich hab's mir anders überlegt. Ich will mir um das Geld einen Sportwagen kaufen. Heißt das, Sie wollen das Geld zurück? In einer halben Stunde. Ja, kein Problem. Das war ein schneller Auftrag. Also dann geht's wieder nach oben. Das ist doch nicht möglich. Das kann nicht sein. Das waren Bündel von Geldscheinen, von grünen Geldscheinen, von... Detektive, welche Euroscheine sind grün? Sind das die 50-Euro-Scheine, die 100-Euro-Scheine oder die 500-Euro-Scheine? Soweit. Der lang erwartete Start des großen Superjump. Ist was, Tom? Starke Strahlen und Wellen. Kaputt euch! Fischstapel, geht mir auf die Pupille! Geht's hier zum Superjump? Ja, ja, bitte. Stinkt nicht weiter die Luft. Ah, hier seid ihr ja. Meint ihr uns? Ich bin etwas zu spät, sorry. Meine Eintrittskarten habt ihr ja noch, oder? Die hat sie zerrissen. Nicht zerr, nur abgerissen. Nicht zerr. Come on, wir verpassen die besten Sprünge, los. Große Verwunderung. Die Krise, Madmega ist so schön. Ja, nicht zu alleine ist, habe ich mir auf die Insel gegangen. Ja. Sensationen auf dem Wasser, Sensationen auf dem Land. Leute, hier ist auch Madmega. Eben noch in Hollywood, jetzt hier beim Superjump. Seid ihr aufgerührt? Sie sind Superstars und ich bin Ihr Leibwächter. Bitte ein Autogramm. Unterschreib du für mich, ich will lieber zusehen. Spaghetti, komm! Tom, das ist komisch. Madmega hat etwas, das habe ich vorher auch schon gesehen. Bei diesem riesigen Mann. Und was ist das? Spaghetti! Oh! Detektive, wisst ihr, was Spaghetti meint? Hat Madmega dieselbe Tasche? Dieselbe Fliege? Oder denselben Ring? Das gibt's doch nicht. Der Tresor muss das gesamte Geld zerstört haben oder so etwas. Wie erkläre ich das dieser alten Frau? Tom Turbo an Boss. Hey, Tom. Tom Turbo an Boss. Gut, dass du dich meldest. Hör zu, Tom. Tom, schau! Was ist da, Tom? Sigi Schlitzohr. Lassen Sie meine Tasche. Hilf ihm, Tom. Nimm die Greifer weg, Sigi Schlitzohr.
Ist dieser Megamite ein Roboter? Oh nein! Der Dicke ist ein Betrüger! Seid froh, dass ich ihn entlarvt habe! Bin ich Ihnen auf die Zinn gestiegen? Sieh die Schlitzohrs fort! Was fährt hier ab? Das wüsste ich allerdings auch gerne! Damit machst du den Drahtesel und den Schnüffler für alle Zeiten fertig? Ja, worauf du dich verlassen kannst, Stinky! Sag nicht Stinky zu mir! Ja, aber du stinkst wie altes Blumenwasser! Hast dich wohl in einer Vase versteckt! Ja! Also ich bin immer schon verspottet worden. Das kenne ich. Und noch dazu heiße ich Basti Bärchen. Ja, aber ich möchte so gern cool sein und auch auf diese Partys gehen. Und dieses Gerät kann Sie in eine andere Person verwandeln? Ja, aber nur für eine halbe Stunde. Ich habe es extra von einem Erfinder in Amerika bauen lassen. Es gibt nur das eine. Ein starkes Teil. Allerdings stört es meine Tricks, wenn es auf Vollgang läuft. Ich werde es nie mehr wiederbekommen. Ich bringe es zurück. Wirklich? Tom, ich brauche dich. Dringend, ein Notfall. Tom! Komme sofort, Boss. Ihr Gerät ist gleich danach an der Reihe. Floppy und ich sind auch Detektive. Wir fangen schon an zu ermitteln, bis Tom zurück ist. Dreimal darfst du jetzt raten, wessen Gestalt ich annehmen werde, Sigi. Nein. Doch. Du verwandelst dich in Tom Turbo? Schalte dein Hirn zumindest auf Sparbetrieb, Sigi. Übrigens, du kommst mit. Kannst dich noch nützlich machen und mein Meisterwerk bewundern. Öffnen Sie! Ich will mein Geld! Das ist ja nicht in meinem Buchteil, das Geld. Vielleicht da. Sind ruiniert. Mehr habe ich nicht. Geben Sie mir mein Geld zurück, sonst rufe ich die Polizei. Ach, wie erkläre ich das dieser Frau? Ne? Ich muss zu ihr hinauf. Da ist etwas ganz Seltsames passiert. Tom, keine Geschichten. Ich will mein Geld zurück. Ich habe es schwarz auf weiß, dass Sie mein Geld in Ihrem Tresor aufbewahren. Her damit. Aber brauchen Sie es die Sekunde. In dieser Zehntelsekunde, Hundertstelsekunde, Tausendstelsekunde. Wissen Sie... Da hat es ein kleines Problem im Tresor gegeben und das Geld ist weg. Boss? Tom? Wo parken Sie, Boss? Ich komme in die Garage. Ich bin in einer Minute wieder hier. Ganz sicher. Natürlich ist hier jemand verdächtig. Und ich weiß jetzt auch, wer. Detektive, ihr auch? Na,
ab in dir. Und dann Abtransport. Hey, Schnüffler! Am besten in meinem Palast. Dort haben wir ihn unter Kontrolle. Foto! Oh, haltet den Betrüger! Zerbrechen der verblühende Dame! So laut! Hilfe! Hilfe, Polizei! Hilfe, Polizei! Was? Wie kann ich meinen Boss bloß abschalten? Hallo Kumpel, ich hab was für dich. Boss, was ist los? Toto K.O. klappt. Thomas und Tom Turbo sind bald total K.O. Boss, Erklärung, was rollt hier ab? Hä? Boss, Sie müssen in die Werkstatt. Sie haben eine Störung. Ich mach wohl hier besser sauber ein bisschen. Boss, haben Sie eine Bedienungsanleitung? Ich muss nachlesen, wie sie repariert werden. Zuerst gibt's für dich. Wollen Sie den Boden schrubben? Das Wasser war für dich bestimmt. Hallo, können Sie die Lautstärke etwas höher regeln? Ich hab gesagt... Verwunderung, Ihre Stimme ist so verändert. Bin ein bisschen erkältet. Aha. Sag mal, wo ist denn deine Bedienungsanleitung? In Ihrem Kopf, oder nicht? Leider nicht in meinem. Ich bin gleich zurück. Jetzt kann ich endlich einen Spritztour mit Fritzverdumms Auto machen. Der Schnüffler muss dir sagen, wie man Tom Turbo lahmlegt. Fritz Phantom, du siehst wirklich genauso aus wie der echte Schnüffler. Und du siehst aus wie ein Pavian. In einer Minute will ich wissen, wie man den Drahtesel abschaltet. Kapiert? Los, sag schon. Wie macht man deinen Fahrradfreund K.O.? Vielleicht hat Tom schon eine heiße Spur gefunden. Das Auto. Los, red schon! Wo stellt man dem Drahtesel den Strom an? Nimm ihm den Lappen aus dem Mund, du Stinktier! Ich bin kein Stinktier, du Kurzschluss! Ja. Sigi Schlitzohr und Rudi Ratte. Macht Spaß, wenn man sich nicht wehren kann. Was, Schnippi? Wir müssen Thomas befreien. Aber die Gauner sind gefährlich. Und einen Drahtesel verarbeiten wir zu Blechkonfetti. Oh, danke. Was machen wir jetzt mit diesen Beinwürstchen? Behalten Sie sie unter Kontrolle. Ich muss Tom warnen. Thomas, wo ist meine Funkuhr? Wo ist meine Funkuhr? Detektive, habt ihr eine Ahnung, wo meine Funkuhr ist? Ich muss sie irgendwo verloren haben. Aber wo? Ich hol die Funkuhr. Die arme alte Dame hat er zusammengeschlagen. Ja, aber wer? Er, der Thomas Brezina. Ich muss sie festnehmen, es liegt eine Anzeige gegen sie vor. Nein, ich war das nicht. Fritz Phantom hat sich in Thomas Brezina verwandelt. Mit dem Gerät verpasst die. Genau. Nein, sie sind mit dem Tom Turbo in die Garage gegangen. Fritz Phantom ist bei Tom Turbo. Sigi, du Schnack dir. Jetzt mach endlich. Alles in Ordnung, Boss? Alles bestens. Bestens! Herr Brezina, muss ich
gebeten, mitzukommen. Sie haben im Tierpark einen Besucher verprügelt. Das war doch nicht ich, das war der dort drinnen. Aber hören Sie doch auf mit dem Unsinn. Ich glaub, du hast da eine Schraube locker. Oh nein, nicht, Boss, nicht! Komm! Das bin ich nicht! Boss, hört Sie auf damit! Boss, nehmen Sie den Fuß da weg! Er will Tom zerstören! Du musst an der Tasche was machen! Da verwandelt sich Fritz der Tom zurück! Was, was? Wir haben es nur gehört, das war, glaube ich, so! Nein, so! Oder doch so? Detektive, was war das für ein Geräusch? Was muss Tom tun, damit die Rückverwandlung eintritt? Muss er einen Reißverschluss ziehen oder einen Druckknopf drücken oder einen Klettverschluss öffnen? Hast du es verstanden, Tom? Und glauben Sie mir jetzt? Boss? Moment. Sind Sie sicher der Echte? Ganz sicher, Tom. Hey, aber was ist mit Fritz Phantom passiert? Ach, der ist ausgerutscht. Und ich habe ihn ein wenig aufgeputzt. Drahtesel! Applaus für die Stars des Tages! Tom Turbo! Spaghetti! Floppy! Und Basti Bärchen! Wie versprochen! Danke, Tom Turbo! Die brauchst du aber nicht mehr! Du bist auch so voll cool. Findet ihr wirklich? Du bist voll cool. Ja? Detektive, ist das nicht wunderbar? Allen geht's bestens. Und den Fall haben wir auch noch gelöst. Mich gibt's auch nur noch einmal. Das heißt, einem neuen Fall steht nichts im Wege. Deshalb bleibt auf der Spur. Hast du den Fall gelöst? Dann lies die Buchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig? Dann ergeben sie das streng geheime Codewort. Schicke es an tomturbo@orf.at. Gewinnen kannst du das Detektivspiel Cluedo Junior. Und den Tom Turbo Detektivausweis. Das streng geheime Codewort und wer gewonnen hat, findest du auf okidoki.orf.at.